Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zur 43. Ziehung beim Lotto am Samstag. Stopp, Karin, bitte. Kannst du bitte einen Schluck nach links gehen? Einen Schluck, jawohl. Richtig so? Danke. Ich begrüße Sie, verehrte Zuschauer, zur 43. Also ich muss sagen, so sehe ich das auch zum ersten Mal. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Kollegen so pingelig sind. Wieso? Naja, da muss die Karin einen Schluck zur Seite treten, damit die Maschine im rechten Licht ist. Die Maschine. Na ja, Kollege, das mag dich ja vielleicht schmerzhaft treffen, dass die Technik den Menschen verdrängt. Aber das ist nicht irgendeine Maschine. Das ist ein Millionenmischer. Und auf den starren, na, in knapp einer Stunde, 10 Millionen Menschen. Und für die brechen vielleicht die aufregendsten 3,5 Minuten der ganzen Woche an. Höchstens. Ja, und alle hängen natürlich dann auch an den Lippen von Karin Tietze-Ludwig, der Lottofee. Eine Institution, ohne die das alles gar nicht denkbar wäre. Wir melden uns hier von sicherlich einer der populärsten Fernsehsendungen, die auch immer nach dem gleichen Schema abläuft. Die Ziehung der Lottozahlen jeden Samstagabend in der ARD. Live hier vom Hessischen Rundfunk. Und die Stühle stehen natürlich nicht von ungefähr da, sondern die Ziehung muss öffentlich sein. Insofern könnte an sich jeder herkommen. Wir stellen gewissermaßen bei der Probe jetzt die Öffentlichkeit dar. Aber die Herrschaften, die Sie da sehen, das sind höchst offizielle Personen. Ist zum Beispiel der Ziehungsleiter, die Ziehungsassistentin, der Ziehungshelfer, der Aufsichtsbeamte und sogar ein Polizeibeamter muss dabei sein. Das ist jedenfalls so vorgeschrieben. Das klingt alles furchtbar nüchtern wie ein Verwaltungsakt. Aber dahinter verbergen sich nicht nur Spekulationen auf Millionen und von Millionen, sondern dahinter verbirgt sich natürlich ein knallhartes Geschäft. Ne? An dem nicht zuletzt der Staat ganz kräftig mitverdient. So ist es. Und wir möchten heute mal hinter die Kulissen schauen, dieses Geschäfts mit dem Glück und auch einen Tippschein natürlich verfolgen. Von der Abgabe bis hin zur Auszahlung, wenn die Kasse sozusagen klingelt. Genau, ich würde aber sagen, die Probe läuft, wir sollten uns jetzt zurückziehen. Okay. Begleiten Sie uns also auf unserem Streifzug. Das Glücksspiel mit Kreuzchen und Zahlen ist sozusagen in festen Händen. Staatliche Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 11 an der Zahl, managen das Geschäft mit dem Glück, sind sozusagen Fortunas Sachwalter und in allen Bundesländern weisen die jeweiligen Symbole Stammkunden und Gelegenheitsspielern den Weg. Fast 22.000 Annahmestellen gibt es in der Bundesrepublik. Von den Lottogesellschaften autorisiert, die Tippscheine entgegenzunehmen, denn nur hier, wo es der Staat erlaubt, darf das Lottogeschäft betrieben werden. Spielscheine werden ja meist in der Nachbarschaft von anderen Artikeln verkauft. Nur etwa jede 10. Annahmestelle lebt ausschließlich vom staatlichen Lotterieverkauf, so wie diese hier in Friedberg in Hessen. Mit Werbematerial ist man übrigens bestens versorgt, denn natürlich ist der Lottospieler ein Kunde wie jeder andere auch, den es gilt zu umwerben und vielleicht auch zu verführen. Guten Tag. Guten Tag. Sogar eigene Zeitschriften gibt es inzwischen mit Bildern, Reportagen und natürlich positiven Geschichten über das Spiel mit den Kreuzchen und mit den Zahlen. Immerhin, jeder zweite Bundesbürger kann offenbar der Verlockung nicht widerstehen und greift regelmäßig oder gelegentlich zum Tippschein. Und investiert dann statistisch 2,51 Mark in sein Glück. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Spielen Sie Lotto? Lotto ab und zu, ja. Und warum? Ja, vielleicht, dass wir mal was gewinnt. Vielleicht mal, ja. Das vielleicht hat man mal Glück, ne? Nein, überhaupt nicht. Nee. Nee. Warum nicht? Weil ich dafür kein Geld habe. Nein, ja, mein Mann, gell? Na, also in der Gemeinschaft, selten. In der Gemeinschaft. Sehr damit das kriege ich gar nicht richtig mit. Und warum? Ganz selten, also ab und zu mal. So einmal im Monat vielleicht. Aber ja, und warum? Weil ich immer die Hoffnung habe, einen Sechser zu kriegen. Und nein. Doch, ich gewinne jeden Tag, jede Woche einmal im Lotto. Ist wahr? Ja, den Einsatz, weil ich nicht spiele. Um solche Skeptiker zu überzeugen, lassen die Lotto-Profis keine Chance aus.
Das Umsatzpotenzial optimal ausschöpfen heißt das. Als das Mittwochslotto 7 aus 38 nicht ankam und die Umsätze ausblieben, wurde umgestellt. Wie das Samstagslotto auf 6 aus 49 mit einer A- und einer B-Auslosung. Jetzt läuft's wieder, heißt es. Und dann ist da noch das Spiel 77. Wer Lust hat, ist mit 2,50 Mark dabei. Abseits der Öffentlichkeit werden zweimal pro Woche die sieben Zahlen gezogen. Immerhin, erst kürzlich hat ein Spieler 5,5 Millionen Mark gewonnen. Dies ist die Himmelsgasse im hessischen Idstein. An der Ecke die Annahmestelle von Frau Ramsbruck. Sie hat ihren Laden in Schuss, das Geschäft floriert. 45% ihres Umsatzes entfallen auf den Lottoverkauf. Pro Mark gibt 7 Pfennig Provision. Daneben ein ausgesuchtes Pfeifensortiment mit Tabakauswahl und ein reichhaltiges Zeitschriftenangebot. Die klassische Annahmestelle also. Wir nehmen nun hier die Gelegenheit wahr, von hier aus den Weg eines Lottoscheins mal zu verfolgen. Mehr als 1000 Tippscheine wechseln hier pro Woche über den Tresen. Ein kleines Gerät registriert jeden Schein und versieht ihn mit einer Kontrollnummer. Von diesem Zeitpunkt an ist er unverwechselbar und einmalig. Sicherheit ist höchstes Gebot im Lottogeschäft, schließlich geht es ja um Millionen. Die Kohlepapiere bleiben in der Annahmestelle, sie sind ein weiterer Sicherheitsgarant zur späteren Kontrolle. Im Falle eines Falles, aber den gab es hier noch nie. Kurz vor Ladenschluss, die Chefin kontrolliert die fortlaufenden Nummern. Keine fehlt? Na dann, alles klar, zum Bündeln. Der letzte Kunde verlässt den Laden. Und damit heißt es für diesen Freitag, für dieses Wochenende, nichts geht mehr. Feierabend noch lange nicht für die Mitarbeiter der Annahmestelle. Die Spielscheine müssen zur Bezirksstelle. In diesem Fall kein weiter Weg. Von Idstein nach Bad Camberg sind es nur ein paar Kilometer. Bad Camberg ist ein Knoten im Netz von 18 Bezirksstellen, die über das Land Hessen verteilt sind. Dort herrscht in diesen Abendstunden Hochbetrieb. Erneut werden die Scheine hier durchgezählt, diesmal maschinell. Der Empfang wird bestätigt, Anfangs- und Endnummern der gelieferten Bündel notiert. Bezirksstellen sind freie Unternehmen, arbeiten auf Provisionsbasis. Hier ein Zwei-Mann-Betrieb mit Teilzeitkräften in den Stoßzeiten, also dienstags und freitags nach Annahmeschluss. Sie sind wie die Annahmestellen am Umsatz beteiligt und leben davon nicht schlecht. Haben alle Annahmestellen abgeliefert, dann werden die Kästen in Metallcontainer verstaut und ab geht die Post nach Wiesbaden in die hessische Zentrale. Bis spätestens 23 Uhr sollen alle Spielscheine aus Hessen da sein. Zweimal in der Woche heißt es für alle Bezirksstellen Sternfahrt zu den Zentralen, auch Lotto-Rallye genannt. Jeden Dienstag und Freitagabend. Bei der Ankunft wird dann auch die Uhrzeit genau notiert, wie bei einer echten Rallye. Nur einige Stunden müssen die Container mit den Lotto- und Toto-Scheinen auf Öffnung warten. Bis zum Morgengrauen. Bisschen frisch, ne? Tja, wenn man einen solchen Großkampftag in einer deutschen Lottozentrale mal verfolgen will und beobachten, da muss man eben schon ganz schön früh aufstehen. Mein liebes Mädchen, es ist jetzt Samstag. 5 Uhr bin ich aufgestanden. Jetzt ist es 6.30 Uhr. Das kannst du aber nur mit Journalisten einmal machen. Einmal und zwar heute. Ja, das hier, das ist die hessische Lottozentrale mit Sitz in Wiesbaden. Und wie man sieht, das Geschäft boomt, was? Ja, die stocken kräftig auf. Man sieht es, ganz futuristisch gemacht. Ganz flott. Hier arbeiten so etwa 200 Leute und wenn man mal das umlegt, auf den Umsatz. Ich hab's mal gemacht. Ja. Und? 800 Millionen allein in Hessen Umsatz. Das umgelegt auf die 200 Mitarbeiter, da kommt ein Riesen-Pro-Kopf-Umsatz raus. Da wird sich manches Industrieunternehmen die Finger lecken danach. Und ich bin der Meinung, das ist offensichtlich die gewinnträchtigste Tochtergesellschaft eines Landes. Damit kann man leben. Richtig. Mit sowas. Ja. Und da wir gerade über Umsätze reden, Gesamtumsatz in der Bundesrepublik in einem Jahr 8,6 Milliarden. Das sind Zahlen, was? Auch nicht von ohne, ne? Jetzt lass uns mal reinschauen. Um 6.30 Uhr, ja. So, und hier sind wir nicht in einem Postamt, sondern mitten in einer Zentrale. Im Schnitt werden bundesweit 15,6 Millionen Lottoscheine in die Lesemaschinen eingelegt und dort registriert. Überall herrscht die gleiche Betriebsamkeit.
Ja, hier sind nun Millionen von Lottoscheinen registriert, archiviert, und zwar etwa so, wie sie von den anderen Stellen hier ankommen. Herr Dumschat, Sie sind Geschäftsführer der Lottogesellschaft. Wichtige Frage, die sich oft natürlich die Lottospieler stellen. Was passiert, wenn ein Lottoschein abhanden kommt, und zwar auf dem Weg von der Annahmestelle bis hierher zur Lottogesellschaft? Denn eigentlich der juristische Spielvertrag, der beginnt ja erst, wenn der Schein hier ist. Das ist richtig, hat sich auch allgemein herumgesprochen. Der Vertrag kommt zustande, sobald der Schein hier im Hause ist. Ich würde trotzdem sagen, dass niemand ängstlich zu sein braucht. Wir haben in 30 Jahren 2 Milliarden Spielscheine hier bearbeitet. Und den Fall, an den Sie denken, hat es in der Praxis noch nie gegeben. Wenn es ihn gäbe, was wäre dann? Wir haben am Samstag, wenn wir zum Beispiel das Wochenendlotto nehmen, bereits um 9 Uhr eine lückenlose Liste über jeden Schein, der fehlen würde. Wir sind in der Lage, diesen Schein zu rekonstruieren, sodass auch in diesem bisher nicht passierten Fall es selbstverständlich sichergestellt ist, dass der Teilnehmer korrekt an der Ausspielung beteiligt ist. Also dieser Schein könnte dann am Abend mitspielen? Auf jeden Fall. Ja. Aber nun zurück zum Ablauf. Hochbetrieb im Lottozettel-Lesesaal. Es ist Samstag. 6 vollautomatische Maschinen laufen auf Hochtouren, tasten mit ihren elektronischen Augen 60.000 Scheine pro Stunde ab, suchen nach Kontrollzahlen, speichern sie im Computer. Der Name des Tippers ist heute noch Schall und Rauch. Die Kontrollnummern sind ausschlaggebend und werden auf Mikrofilm fotografiert. Genügt ein Schein den Anforderungen des Computers nicht, ist er nicht lesbar, dann wird er aussortiert. Bedarf einer Handbearbeitung. 5% der Scheine werden so nachbehandelt. Immerhin mussten früher allein in Hessen in einer Turnhalle 600 Frauen pro Stunde bis zu 1100 Tippreihen durchsehen, per Augenschein. Heute geht das per Automat. Und nur noch 100 Damen machen den Job. Rationalisierung auch im Lottogeschäft. Bezahlt werden die Teilzeit- und Vollarbeitskräfte übrigens nach einem eigenen Haustarif. In einem eigenen Kopierwerk werden die kompletten Mikrofilme entwickelt. Jeder Lottoschein ist en miniature gespeichert. Falls ein Tipper auf die Idee käme, seinen Schein nachträglich zu ändern, je nachdem, wie die Zahlen am Samstag ausfielen, und ihn dann der Zentrale vorlegen würde, nein, nein, das gespeicherte Original verrät den Trick. Und den Schlusspunkt setzt dann ein Notar. 1,4 Millionen Scheine hier in der Wiesbadener Lottozentrale ergeben 35 Mikrokassetten. Woche für Woche die gleiche, exakte Zeremonie. Bis Samstagmittag 13 Uhr muss die gesamte Prozedur beendet, müssen die Scheine gelesen, fotografiert, gespeichert sein. Denn in diesem Tresor tickt eine Zeituhr, die die Tür um 13 Uhr schließt, und erst am Dienstag nach der Ziehung also wieder öffnet und freigibt. Eine Prozedur, die in allen anderen Bundesländern und ihren Lottogesellschaften genauso abläuft wie hier in Wiesbaden. So, nun werde ich endlich mal selbst mit dem Glücksspiel, meine Damen und Herren, wie ich das schon immer wollte, und all jene Zahlen ziehen, auf die Sie sicherlich schon immer gewartet haben. Wollen wir mal sehen, ob das heute klappt. Da kommt sie auch schon, die erste. Die 10. Stimmt's? Nicht? Leider? Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Also, meine Damen und Herren, das ist die erste Lottoziehungsmaschine, das Hessen-Lotto nach dem Kriege, die Dienst getan hat von 1957 bis 65, bis zu dem Zeitpunkt also, als Lotto im Fernsehen live übertragen wurde. Und das war natürlich dann die Sensation. Ja, Lotto nach dem Kriege, erster Wiederbeginn, aber eigentlich ist Lotto ja viel älter, geht zurück bis ins 17. Jahrhundert und die Anfänge, die lagen in Italien. In Genua nämlich sollen damals die städtischen Ratsmitglieder per Losentscheid bestimmt worden sein, jeweils 5 aus 90 Kandidaten. Das Volk wettete vorweg, das Lotto war geboren, so jedenfalls die Legende. 1769 gab es schließlich in Hessen die erste Konzession fürs Lotto, das ist die Urkunde.
Die öffentlichen Ziehungen waren damals ein großes Ereignis. Der Gewinn stand übrigens vorher fest, egal wie hoch der Umsatz war. 75.000 Gulden, fürstliches und privates Stammkapital sicherten das Lottospiel ab. Die hessische Obrigkeit, voran Wilhelm IX., Landgraf von Hessen, machte dem schändlichen Unwesen ein Ende, gerade als im ausgehenden 18. Jahrhundert die Spielleidenschaft am größten war. Das Zahlenlotto wurde verboten. 166 Jahre lang legte Fortuna eine Atempause ein. Erst nach dem Krieg wurde wieder getippt. Diese ersten Spielscheine freilich galten dem Fußball-Toto. Das Zahlenlotto erlebte seine Wiedergeburt 1956. Die Ziehungen waren natürlich öffentlich und Waisenkinder hatte man als Glücksfeen auserkoren. Auch das eine alte Tradition aus vergangenen Jahrhunderten. Bitte ziehen. 1965 übertrug das deutsche Fernsehen die Ziehung zum ersten Mal live aus dem Studio 6 des Hessischen Rundfunks. Eine der erfolgreichsten Krimiserien begann mit Fortsetzungen Samstag für Samstag. Die erste Lottofee hieß übrigens Karin Dienstlage. Und das ist sie heute, die Fernsehglücksfee der ersten Stunde. Häufig fotografierter Gast bei der Jubiläumsgeburtstagsfeier im Kurhaus von Wiesbaden. Hessen Lotto hatte stellvertretend für die anderen Gesellschaften dieses große Fest hier ausgerichtet. Rund 450 Gratulanten kamen und man erinnerte sich natürlich an die Anfänge. Wie lange waren Sie Lottofee? 6 Jahre genau. Und was haben Sie dann gemacht? Dann bin ich in meinen alten Beruf zurückgegangen als Grafikdesignerin und habe wieder in der Werbung gearbeitet. Aber heute an so einem 25. Geburtstag erinnert man sich wahrscheinlich doch an die Anfänge. Gab es da irgendeine lustige Begebenheit, die Ihnen gerade so im Kopf ist? Ja, eine sehr lustige Begebenheit war eigentlich ein Brief, der mit der Fanpost kam. Ein fürchterlich komisches Foto, schwarz-weiß Foto von einem Melker mit 2 riesigen Milchkannen, der auf der Rückseite in Sütterlin-Schrift übrigens schrieb, erst seinen Namen mit dem Zusatz, mit dem sinnigen Zusatz, Ihr zukünftiger Gatte und Vater ihrer Kinder. So weit ist es aber vermutlich nicht gekommen. Nein, sonst sehe ich vielleicht heute auf einem tollen Bauernhof. Apropos Zukunftsträume, haben Sie eigentlich jemals Lotto gespielt und sich irgendeinen tollen Traum verwirklichen können? Ich habe mir überlegt, wenn ich mal wirklich einen Sechser schaffen sollte, dann würde ich alles, was ich bisher gemacht habe, an den Nagel hängen, würde es gut anlegen und würde nur noch fotografieren. Das prickelnde Spiel um die Gunst Fortunas darf natürlich auch bei einem solchen Anlass nicht zu kurz kommen. Heute Abend wird vermutlich wieder irgendwer mit dem richtigen Kreuzchen das Große losziehen, aber mit so einem kleinen Los, wie sie hier angeboten werden, das könnte ja auch eine Überraschung werden. 4 Farben werden angeboten, eine Farbe gewinnt, also wer todsicher sein will, der muss alle 4 nehmen. Ich werde das mal probieren. Haben Sie noch ein Los für mich? Ja, haben Sie noch Lose? 20 Mark kostete ein Los und wer gleich die ganze Farbpalette kaufte, konnte immerhin sicher sein, wenigstens einen Treffer zu landen. Denn eine Farbe sollte später vom Glücksrad bestimmt werden. Tja, und immerhin gab's Flugreisen in die weite Welt zu gewinnen. Ansonsten Nützliches und Überflüssiges, jedenfalls eine breite Palette von Sponsoren gestiftet. Der gesamte Erlös aus dem Losverkauf, immerhin stolze 33.000 Mark, ging als Spende nach Thüringen an den Caritasverband und dieses Auto an das Diakonische Werk für die Gemeindearbeit. Gäste aus Thüringen nahmen die Spenden in Wiesbaden gleich in Empfang. Spielen und gewinnen auch im anderen Teil Deutschlands beliebt. Herr Dr. Deisser, Sie sind der Sprecher der 11 Blockgesellschaften und wir haben Sie deswegen hergeholt, weil wir Sie fragen wollen, wie geht es denn nach der Wiedervereinigung weiter? Gibt es ein gemeinsames Lotto von Ost und West oder wie sieht das aus? Wir gehen davon aus, dass zumindest auf Dauer ein gemeinsames Lotto geben wird. Wir haben einen Antrag der Ostdeutschen Lotto GmbH vorliegen, mit der Bitte, 6:49 auch in der DDR spielen zu dürfen. Wir haben das einhellig begrüßt, nur ist es so, dass die DDR beabsichtigt, ihre derzeit angebotenen Spiele in der DDR weiterzuspielen. Wir sind der Auffassung, dass wenn wir ein gemeinsames Lotto spielen und gemeinsam spielen, dieses nur nach den Grundsätzen des deutschen Lotto- und Totoblocks geschehen kann. Und das sind in erster Linie 2.
Wir möchten ganz gerne, dass ein einheitliches Spielangebot in der gesamten Bundesrepublik Spielern angeboten wird. Das wollen die Spieler auch, ne? Ich glaube das, wir sind der festen Überzeugung und wir gehen auch davon aus, wir werden sicherlich dann mit den einzelnen Ländern, wenn sie gegründet sind, darüber sprechen und wir gehen davon aus, dass sie sicherlich diesbezüglich eine Einigkeit ergeben wird. Und das Zweite ist, die DDR kann derzeit noch nicht den hohen Sicherheitsstand, den wir derzeit in der Bundesrepublik bei unserem Spiel gewährleisten, realisieren. Jetzt kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass wir einen dritten Einigungsvertrag brauchen, damit auch die Lottogesellschaften hüben und drüben zusammenfinden. Ist das wirklich so kompliziert momentan noch? Herr Lehmann, wir gehen nicht davon aus. Es kann nur nicht anders sein, wenn die DDR bzw. die fünftigen Kümpfländer das Spiel 649 spielen wollen, dann muss das nach der Bestimmung des deutschen Lotto- und Totobus, das heißt der 11 deutschen Länder, geschehen. Anders geht es nicht. Aber das wollen die momentan noch nicht, habe ich so den Eindruck. Sie wollen es im Moment noch nicht, aber wir gehen davon aus, wenn die Länder gegründet sind, dass wir dann eine Einigung in diesem Sinne erzielen werden. Die Gastgeber hatten sich etwas einfallen lassen, um ihre Geburtstagsgäste zu unterhalten. Der historische große Saal mit Hunderten von Luftballons geschmückt. Zauberer und Jongleure verblüfften die Zuschauer. Chansons mit Gabriele Branco. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Rhythmen indianischen Ursprungs, interpretiert von der Wiesbadener Tanzschule Weber, die mit dieser Choreografie Weltmeister in der Formation wurde. Und schließlich der Stargast des Abends, Roberto Blanco. Lotteriegesellschaft. Stell dir mal vor, 25 Jahre Lotterie. 25 Jahre hat diese Gesellschaft gespart, um Roberto zu engagieren. Nun, dieses Sparen hatte sich ganz offensichtlich gelohnt, denn der deutsche Entertainer aus Kuba hielt sein Publikum eine Stunde lang in Schwung. It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. Wolf and Mace. It's paradise. Oh, I long to be. Und dann, nicht nur für die Gäste im Saal, auch für die Millionen am Fernsehschirm, der spannendste Moment des Abends. Warten auf den Millionengewinn. Die Millionen gibt's freilich erst seit 1974 zu gewinnen. Davor konnten glückliche Gewinner allerhöchstens über 500.000 Mark jubilieren. Seit fünf Jahren ist sozusagen alles nach oben offen. Millionen auch an diesem Samstag. So, jetzt darf ich Ihnen aber die Begleitpersonen vorstellen, die unabdingbar zu der Ziehung gehören, die aber normalerweise nicht mehr im Bild zu sehen sind. An sich schade, denn Herr Dumschat ist da. Es ist der Ziehungsleiter mit seinem Assistenten. Er passt also genau auf, dass nichts passiert. Dann haben wir aus dem Bayerischen Finanzministerium Herrn Gropper. Es ist der Beurkundungsbeamte, assistiert von Frau Mosch. Und wenn Sie Glück haben, allein in der ersten Gewinnklasse gibt es über 8 Millionen zu gewinnen. Und musikalisch umrahmt, untermalt, werden Sie heute mit der schon bekannten Melodie Happy Time und dem Orchester Günther Behr. Die wichtigste Frage ist so alt wie das Lottospielen selbst. Für wie viele Glückspilze hat sich denn nun der Traum erfüllt, durchs Lottospielen einmal Millionär zu werden? Immerhin, es sind 1.655 in 25 Jahren. 10 von ihnen konnten jeweils 5 Millionen einheimsen. Und ein Lottospieler aus Baden-Württemberg wird wohl heute noch immer überlegen, was er wohl mit seinem vielen Geld anstellt. Im letzten Jahr gewann er doch die fast unglaubliche Summe von 8,1 Millionen Mark. Für ganze 12 Mark Einsatz. Das war sein Lottoschein. Und das waren seine Siegeszahlen, falls Sie glauben, dass ich das noch mal wiederholen könnte. Tja, und bei dieser Jubiläumsziehung gab es sozusagen gebremste Freude. Teilen war angesagt, denn 73 Spieler hatten die gleiche Zahlenkombination angekreuzt. Und so bekam jeder nur 112.572 Mark und kostbare 20 Pfennige. 24,
Die Art, wie man nach dem Glück strebt, ist unterschiedlich. Die meisten kreuzen an, ohne nachzudenken. Aber es gibt auch Besonderheiten. Wie etwa diese Tippgemeinschaft der Haie im Vogelsberg. Die Glückszahlen verbergen sich auf dem Bauch von 49 Plastikfischchen. Welcher Fisch geangelt wird, dessen Nummer wird getippt. Jede Woche trifft man sich in der hauseigenen Bar zum Plastikfischangeln. Und feuchtfröhlicher Begleitmusik, versteht sich. Ja, das Gegen ist und bleibt unser Stolz. Ähnlich die Obereschbacher Holzer, auch eine Tippgemeinschaft, die über den Fall von Kegeln zu den Glückszahlen der Woche kommt. Nach einem ausgetüftelten System mit Kegeln in die Vollen kommt man auch so zu den Zahlen von 1 bis 49. Bislang lag der Spitzengewinn bei sage und schreibe 11 Mark. Gut Holz, meine Damen und Herren. Einmal einen Volltreffer landen, reich werden, wer will das nicht? Besonders pfiffige Geschäftsleute empfehlen sich per Zeitungsannoncen mit heißen Tipps, gegen Kasse versteht sich, und vor dem Lottogewinn. Versuchungen gibt's viele und auch die Annahmestellen bieten ihren Kunden einen besonderen Service. Systemspiele, eine Erweiterung des normalen Angebots, bei dem der Spieler jeweils 6 Kreuzchen machen muss. Hier kann man Zahlen miteinander kombinieren. Ist das nicht zu teuer? Oder habe ich da mehr Möglichkeiten? Oder wie? Der Systemschein ist nicht so teuer. Sie können schon für 7 Mark 7 Zahlen ankreuzen und haben in einem Feld 7 Kreuze statt 6. Da habe ich mehr Chancen wahrscheinlich. Jawohl. Bei den 7. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Systemspiele und natürlich unterschiedlich teuer. Mit 7 Mark ist man schon dabei. Die teuerste Wette, die man hier abschließen kann, kostet knapp 10.000 Mark. Von einigen wenigen Spielern weiß man, dass sie mit solch hohen Einsätzen ihr Lottoglück versuchen. Für den richtigen Durchblick gibt's eine Broschüre, die kostet aber 3 Mark. Die Gewinnchancen, gemessen am Einsatz, sind beim System aber auch nicht höher. Auch wer es nicht wahrhaben will, die Arithmetik belegt, dass die Chance, 6 Richtige im Lotto zu treffen, 1 zu 14 Millionen steht. Und so mancher Wissenschaftler mit klarem Kopf sieht Lotto sehr distanziert, wie Professor Robert König von der Universität Gießen. Tatsächlich, wie schon gesagt, sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten nicht besonders hoch. Und es kommt vor allem hinzu, dass das Spiel insgesamt ja kein faires Spiel ist, weil der Spielveranstalter, die Lottogesellschaften, ja nur 50% der einbezahlten Spielbeträge überhaupt ausschüttet. Im Ganzen gesehen ist es also über alle Spieler hinweg durchweg ein negatives Spiel, indem sie die Hälfte ihrer Einsätze verlieren und nicht wieder zurückbekommen. Exakt 44,7 Milliarden Mark wurden in den letzten 25 Jahren an Gewinnen ausgeschüttet. Die Hälfte von dem, was die Lottospieler von Flensburg bis zum Allgäu bis heute eingezahlt haben, nämlich 89,4 Milliarden Mark. Was aber geschieht, fragen die Lottofans zu Recht, mit der anderen Hälfte. Die Ausgaben sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt, aber überall haargenau festgelegt. Für Verwaltungskosten und als Provision für die Annahmestellen gehen 8,9 Milliarden Mark drauf. Und natürlich kassiert Vater Staat kräftig mit fast 15 Milliarden Mark in den letzten 25 Jahren. Allein im letzten Jahr, also 1989, überwiesen die Lottogesellschaften über 1,3 Milliarden Mark an die Staatskasse. Mit den verbliebenen Geldern, 20 Milliarden, wurden Sport, Kultur und Denkmalschutz gefördert. Es ist Montag. Wieder rattern in den Zentralen die Lesemaschinen. Denn die Gewinnzahlen vom Samstag stehen ja schon fest. Die Gewinner auch schon, nur sie müssen aussortiert werden. Wieder tasten die Computeraugen die Scheine ab. Zunächst wird jeder Zettel mit 3 richtigen gesucht. Immerhin 125.000 in der Woche in Hessen. Über 1 Million Spieler freuen sich bundesweit pro Woche über diesen niedrigsten Gewinn.
Auch die, die unvollständig oder schlecht lesbar ausgefüllt sind, bei denen sogar ein Kreuzchen zu viel oder zu wenig ist, sie sind anders als bei einer politischen Wahl nicht ungültig, sondern erfahren erneut per Hand hier im großen Lesesaal eine Sonderbehandlung. Fehlen auf einem Schein drei Zahlen in einem Lottofeld, so werden die nächsten drei nach der letzten Zahl angekreuzt und per Hand nachgetragen. Sind mehr als drei angekreuzt, werden die nach der letzten Zahl weggestrichen. Eine Regelung, die zwar aufwendig, aber in der Satzung festgelegt ist. Schon mancher Hauptgewinn soll durch diese Nachbehandlung herausgekommen sein. Hier wird aus einem Pechvogel ein Glücksvogel. Ein Kreuz vergessen, eins hinzugefügt, gibt einen Vierer, rund 5000 Mark. Wir haben uns jetzt zu den Damen gesellt, die das Glück also montags noch in Händen halten, vielleicht noch etwas verändern können, obwohl viele schon samstags die Hoffnung aufgegeben haben, weil eben der Tippschein falsch ausgefüllt war. Ich roll mal gerade leichtfüßig rüber zu Frau Kleinschmidt. Frau Kleinschmidt versucht nämlich gerade etwas zu ergänzen. Hat da jemand was gewonnen, zusätzlich gewonnen? Ja. Aha. Er hatte drei Richtige und zwei, hat er bisher gehabt? Ja, zwei sind ergänzt worden und dadurch Fünfer. Fünfer? Mhm. Also hat er nicht 6 Mark, sondern vielleicht 5000 Mark gewonnen? Ja. Ah, passiert das oft? Haben Sie viele solche krumme Hunde dabei? Ja. Ah ja. Schon öfters, ja. Da verhelfen Sie zum Gewinn. Das ist sie, die Dame Fortuna. Seit Jahrhunderten Glücksgöttin geliebt und gehasst, manchmal sogar auch verprügelt, von Herkules zum Beispiel. Und doch bleibt sie unbestechlich, verteilt ihre Gunst nach eigener rätselhafter Lust und Laune. Sie lässt die Zahlen kreisen, solange sie will, hält an, wann es ihr Spaß macht. Oder haben die Zahlen ihre eigene Glücksbedeutung? Der Glaube an die Magie der Zahlen ist uralt. Pythagoras sah in der Zahl den Schlüssel zum Universum. Zahlen haben ihre Bedeutung. 8 steht für Reichtum, 9 für Inspiration. Ohne Zahlen läuft also nichts. Schon gar nicht bei den vielfältigen Glücksspielen. Ob beim Würfeln oder beim Kartenspiel. Zahlen entscheiden über Gewinnen und Verlieren. Genauso wie bei den rotierenden Scheiben der Geldspielautomaten. Oder beim Roulette, bei dem 36 Zahlen locken und Zero, versteht sich. Doch vom Roulette zurück zu den 49 Lottozahlen. Gewonnen oder nicht, diese Frage hat sich am Wochenende wieder für viele geklärt, für die meisten allerdings negativ. Die Glücklichen aber kommen ihrem kleinen oder großen Reichtum dienstags ein Stück näher. Der Tresor wird geöffnet, in dem die Mikrofilme verwahrt werden. Dieses Gerät gibt die Sicherheit, dass seit Samstag 13.23 Uhr keiner mehr den Raum betrat. Die Kronjuwelen könnten nicht besser geschützt sein. Die Quoten stehen ja fest und nun werden zu den Gewinnscheinen über 1000 Mark die Mikrofilme herausgesucht. Rund 40.000 Scheine speichert ein Film. Die Gewinnscheine werden kopiert und mehrfach mit dem Originalschein verglichen. Letzte Kontrollinstanz ist ein Notar. Und dann kann ausgezahlt werden, in der Regel per Scheck. Aber nicht allen Gewinnern werden Schecks zugeschickt. Gewinne unter 200 Mark müssen bei den entsprechenden Annahmestellen abgeholt werden. Der Aufwand wäre sonst zu groß. Eine recht nüchterne Gewinnverteilung ohne Händedruck oder Schulterklopfen. Das Interessante ist ja, Herr Domschat, dass Sie noch nicht mal bei den absoluten Glückspilzen, also bei den neuen Millionären, hier zum Hörer greifen, ihn anrufen, ihm die frohe Botschaft überbringen. Das wäre doch ein tolles Erlebnis für Sie. Unsere Erfahrung ist,
Die Gewinner warten, bis sie unsere schriftliche Mitteilung erhalten. Sie reagieren also mit großer Gelassenheit. Also da ruft keiner am Montag früh um 8 Uhr gleich an, sagt, Dummschat, ich will meine Million, ich komme im Koffer? Ich kenne keinen einzigen Fall eines solchen Anrufes. Wir erhalten normal frankierte Antworten von den Teilnehmern auf unsere Benachrichtigung. In denen lassen sie uns wissen, wie sie das Geld zugestellt bekommen wollen. Reichtum macht gelassen. Sagen Sie mal, ist das Einkommen, das neue, frische Einkommen, was er nur hat, der neue Millionär, ist das steuerfrei? Wie ist das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Das ist in Deutschland ein Vorzug des Lotteriespiels. Der Gewinn ist steuerfrei in seinem Vorgang des Gewinnens. Also wenigstens da keine Steuern? Keine Steuern. Kann er sich hundertprozentig freuen. Noch einmal zum Vertrauensschutz desjenigen. Die Adresse dürfen Sie also nicht rausgeben. Nicht nur jetzt, sondern Sie, wenn da Banken und Versicherungen kommen und sagen, ich will mit dem in Kontakt treten, ich will ihn beraten, ich will ihm was verkaufen, dürfen Sie das? Wir geben an niemanden die Adresse bekannt. Es ist für uns ein tragender Geschäftsgrundsatz, die Geheimhaltung wirklich hundertprozentig zu gewährleisten. Wir geben nicht mal an Verwandte Auskünfte. Geschäftsgrundsatz, ist das in der Satzung drin, also richtig verbindlich für jeden hier im Haus? Das steht in den Teilnahmebedingungen und ist damit Gegenstand des Spielvertrages. Ich wechsle den Beruf und werde Millionär. Ich glaube mit etwas Glück. Über das Lottoglück wird in der Presse natürlich mit Vorliebe berichtet. Macht es doch aus einem einfachen Arbeiter einen Märchenprinzen. Oder nicht? Ja, und hier haben wir nun einen richtigen Lottomillionär. 1,5 Millionen haben Sie gewonnen vor inzwischen 4 Jahren. Ist gar nicht so einfach, jemanden vor die Kamera zu kriegen, denn die meisten wollen nicht erkannt werden. Aber Sie haben damit offenbar keine Probleme. Ich hatte damit keine Probleme gehabt. Nur meine Frau hatte halt Probleme an ihrem Arbeitsplatz. Neid? Ich würde es als Neid bezeichnen, ja. Das ist ja nur eine große Summe. Erfüllt man sich da Träume, die man längst hatte? Naja, man erfüllt sich schon einiges. Ich zum Beispiel habe noch ein Haus dazu gekauft. Größeres wahrscheinlich? Etwas Größeres für meine Familie. Mhm. Keine Weltreise? Keine Weltreise, nur ich habe mir geleistet, die Europameisterschaft im Fußball in Frankreich zu besuchen mit französischen Sportfreunden. Kein dickes Auto? Nee, die Automarke habe ich noch nicht gewechselt. Sie könnten sich's eigentlich leisten, nicht mehr zu arbeiten. Sie tun es aber nicht. Nee, das tue ich nicht. Ich brauche meine Arbeitskameraden um mich herum, brauche meine Sportkollegen. Und ich komme so ganz gut zurecht. Also Ihr Leben hat sich trotz 1,5 Millionen nicht geändert? Nee, ich würde es bezeichnen, als ob es sich nicht geändert hat. Und wie sieht's aus? Spielen Sie heute noch Lotto? Ich spiele nach wie vor noch Lotto. Übrigens, die meisten Lottomillionäre bleiben auf dem berühmten Teppich. 1,5 Millionen Mark. Wir haben sie uns wenigstens mal zeigen lassen. Wer darauf besteht, kann sich das Sümmchen bar auszahlen lassen. Wie man sieht, die Menge ist gar nicht so gewaltig. Die Scheine haben in einem Handkoffer Platz. Wenn mir mal was gefällt, habe ich immer festgestellt, alles hier auf der Welt kostet leider sehr viel Geld. Geht das mir auch nichts aus? So, denken Sie sogar eine Statistik, welche Zahlen am meisten gezogen sind. Was sind denn die am meisten gezogenen Zahlen? Die 32, 238 Mark für uns. 32 die nehme ich aber nicht. Ja. Doch, ich nehme sie mal. Also ja, spielen wir mal jetzt. Ja, wenn man natürlich so viel über Lotto redet und auch mit Lottomillionären sich unterhält, da kriegt man natürlich schon ein bisschen Appetit. Also ich bin ja nur so ein Gelegenheitsspieler. Ich auch noch. Wie ist das mit nie. Dir? Nee, ich mach das nie. Aber probieren wir es mal. Fertig? Ja, ja. Also gut, dann gehen wir mal rüber abgeben. Ja, warte, ich habe hier 5 nur. So. Oh, hier steht einer hat gerade 90.000 Mark gewonnen. Ganz gutes Gefühl habe ich heute. Ich ja, mal also wir werden auch 6 richtige haben. Ja, das ist sicher. Szenenwechsel, Samstag, 19 Uhr. Eine neue Ziehung steht an. Die 49 Kugeln werden aus ihrem einwöchigen Tresordunkel ans Licht geholt. Eine fast heilige Zeremonie mit Ziehungsleiter und Helfer. Im Hessischen Rundfunk in Frankfurt wird die ebenfalls verschlossen gehaltene Ziehungsmaschine, der Millionenmischer, ins Studio 3 gerollt. 30 Scheinwerfer werden ausgerichtet. Licht auf... Millionenskandal der PDS, der Nachfolgepartei der SED, hat PDS... Im Gegensatz zu manch anderer Sendung im Fernsehen wird nichts dem Zufall überlassen. Wer will sich schon... Die Ziehungskommission trifft ein, überprüft noch einmal alles. Eine Frau und 3 Männer.
So, da bist du klar. Durch die neue Regelung mit dem Jackpot und die Aufhebung der Gewinngrenzen stehen für jeden Einzelnen mehrere Millionen auf dem Spiel. Die für viele vielleicht wichtigsten 3,5 Minuten stehen unmittelbar bevor. Fertig? Dankeschön. Also Karin, bevor Sie jetzt ins Studio gehen, doch noch ein, zwei Fragen. Ich meine, ich will nicht die zum 238.000. Mal fragen, wie fühlt sich die Lottofee der Nation? Gut. Alles klar, habe ich auch nicht anders erwartet. Ja. Sie kriegen eine ganze Menge Post. Was ist denn, wir haben ja so einiges hier aufgebaut, was steht da so drin? Ja, was wollen die Leute von Ihnen? In erster Linie ist es natürlich Autogrammpost. Das sind liebenswerte Briefe von möglicheren kleinen und größeren Gewinnern. Aha. Angebote, beispielsweise... Ja. Tausche hausgemachte Leberwurst gegen 6 richtige. Oder man möchte mich zu einer Weltreise einladen. Immer unter dem Aspekt, ich könnte doch dem Glück ein bisschen nachhelfen und man vielleicht, dass da doch vielleicht eher an den Gewinn herankäme. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es Drohbriefe oder sowas, ne? Dann gibt es schon mal Drohbriefe, wie dieser hier, aber der ist ein Beileidschreiben. Ist ein Beileidschreiben mit schwarzem Rand, ja. Und was schreibt der? Die ganze Institution wird eben angegriffen, sei ein Betrugsunternehmen. Aha, ihr betrogenes Lottovolk. Ja, ich schimpfe und Schande über Sie, Karin. Aber es gibt doch andere, die beschenken Sie, wie ich sehe. Ach Gott, ein hübsches kleines Fläschchen ist da. Ist das viel, so, was Sie so ansammeln? Ja, das ist sicherlich von einem Winzer, der meint, ich sollte doch sein Schlückchen auch mal probieren. Und das finde ich absolut liebenswert. Auch vor allen Dingen Taschentücher, nicht nur diese. Kann andere die werden gehäkelt. Och, natürlich. Aber kommt da wirklich viel zusammen so? Wie dieses Öl. Ach Gott, das ist ja... Nein, Karin, von Öl. Von einem angehenden Künstler. Ah, das könnte ja eine Kapitalanlage sein. Man weiß ja nie, wie der sich entwickelt, der Mann, ne? Spielen Sie selbst, Karin? Ich spiele auch. Lotto? Natürlich. Schon was gewonnen? Ich habe mich mal mit 3x75 in das große Heer der Gewinner eingereiht. Stolzer Gewinn. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich warte jeden Samstag, wie viele jetzt auch andere wieder? Auch auf den großen Heer. Da will ich Sie gar nicht aufhalten. Sie müssen ins Studio, vielleicht winkt Ihnen ja auch mal Glück. Dankeschön. Diese bunten Kugeln gehören zum Spiel 77. Ziehung samstags um 21 Uhr in einem Nachbarstudio. Nach den Lottozahlen von 6 aus 49 erfährt der Spieler dann auch gleich, ob er hier gewonnen hat. Korrekt und unter notarieller Aufsicht geht's natürlich auch hier zu. Achtung bitte im Studio 3. Und Karin ab. Liebe Zuschauer, falls nur ein Lottospieler heute zur 44. Ziehung den goldrichtigen Riecher hatte, dann wird er demnächst 7 Millionen Mark auf seinem Konto vorfinden. Keine unangenehme Vorstellung, nicht wahr? Alles ist wie immer gut vorbereitet. Wir können also beginnen. Neues Spiel, neues Glück. Jede Lottoziehung wird übrigens aufgezeichnet für alle Fälle. Falls es Reklamationen gibt, kann man nachprüfen, ob auch alles seine Richtigkeit hat. Bisher war das nie nötig. Die 49 Kugeln werden ein halbes Jahr lang benutzt, dann müssen sie ausgewechselt werden. Fortuna lässt sich nicht zwingen. Und so geht auch an diesem Samstag wieder so manche Hoffnung flöten. Na, ist was? Gute Frage. Nix jetzt. Kann ich die ganze nicht anpumpen, nee. Ne? 5 richtige, aber nicht in einem Kästchen. Ich habe eh nur 2 gern. Das wusste ich von vornherein schon. Dann haben wir doch so viel über Toto Lotto in Erfahrung gebracht, Hintergründe erfragt, über Systemwetten wissen wir Bescheid. Ich hatte heute, ein todsicheres Gefühl, heute klappt's. Du hast wohl gedacht, du könntest die Maschine hypnotisieren und mit deinem Charme, ne? Nee. Also mit dieser bitteren, allerdings auch tröstlichen Erkenntnis, dass diese Maschine auch nicht bestechlich ist, wollen wir uns verabschieden. Ja. Tschüss, Wiederschauen. Tschüss.